Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Wir haben es mal heute wieder geschafft zum Forellenangeln. Heute aus besonderem Anlass der Jakob, der hier uns eingeladen hat, der hatte Geburtstag und hat sich gedacht, Mensch, das feiern wir. Hat der Jakob das hier organisiert, dass wir beim Höflof einen Teich gemietet haben, sind ganz unter uns und das Angeln steht eher im Hintergrund. Wir wollen heute einfach ein bisschen Spaß haben, eine Menge ausprobieren, neue Sachen testen und dann haben wir das gleich als Gelegenheit genutzt und werden hier heute einen tollen Tag verbringen. Ihr bleibt dran, wir geben jetzt alle richtig Vollgas und ihr dürft gespannt sein. Bis gleich. Während ich hier noch meinen Tee trinke, ist der Jakob, unser Geburtstagskind, im Drill. Und ich glaube, es ist die erste Lachsforelle sogar, ne? Ja, das ist eine Lachsforelle. Jakob hat hier die erste schöne Lachsforelle drauf. Jakob, ich helfe dir mal hier beim Kescher. Ja, danke. Eduard hat auch eine. Eduard hat auch eine, ja. Oh, das ist ein schöner Fisch. Aufs Huhn, ne? Ja. Lass dir Zeit. Alle Zeit der Welt. Ja, die haben schon. Kampfstark. Die sind kampfstark, das stimmt. Oh, ist aber ein schöner Fisch, ne? Das ist ein richtig schöner Fisch. Bist du? Ja, ja, Moment, Moment. Hast gesehen. Der hat noch keine Luft geschnuppert. So, jetzt hat er verloren. Ja, Petri, Jakob. Danke. Ja, Leute, ein richtig schöner Lachs. Das ist ein richtig schöner Fisch, ja. Dickes Petri. Ohne Mann. Tja, Leute, da ist der Jakob und schaut mal, das ist eine richtig schöne Lachsforelle. Flossen alle heile, schön sportlich. Ja, dickes Petri, Jakob. Super, danke. So, meine Lieben, ich mache jetzt hier die ersten Würfe mit einem schockfarbigen Reiger. Gucken wir, dass wir jetzt die aktiven Fische erstmal beangeln. Und dann wollen wir hier heute einfach einen coolen Tag verbringen. Jakob seinen Geburtstag nachfeiern. Oh, auch ein Lachs. Ausgestiegen. Da haben wir für später gelassen. Haben wir für später gelassen. Tja, ausgestiegen leider. Ich hoffe, das bleibt nicht bei dem letzten. Das sind natürlich jetzt die aktiven Fische. Und da gehen wir davon aus, dass die auf schockfarbige, grelle Spoons gut reagieren. Wir werden auch diesen Tag hier heute nutzen, um ein paar neue Sachen auch zu testen. Bietet sich immer an, wenn man an dem Mietteich ist, gleich schon der Biss. Und da haben wir sie. Upp. Ein sportlicher. nee, alles gut. Ein sportlicher ist das. Selber in den Kescher reingesprungen. Selber in den Kescher reingesprungen. Tja, die erste Portzi ist raus. So, den ersten Fisch haben wir jetzt rausgekriegt. Und wie gesagt, hier die Schockfarben, die funktionieren natürlich früh am Morgen immer sehr gut. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich der Tag heute gestaltet. Natürlich steht hier im Vordergrund der Spaß. Und wollen hier einfach einen coolen Tag verbringen zusammen, ein bisschen was Neues testen, ein paar Fische fangen, nachher ein bisschen was zusammen essen. Und wo kann man das natürlich machen als gemeinsam am Forellenteich, wenn man nur angelverrückte Freunde hat. Deswegen hat Jakob uns auch hier eingeladen, heute beim Höflof, um gemeinsam Fische zu fangen, ein bisschen Spaß zu haben, sich zu unterhalten.
Ausgestiegen? Ach, ja. Eingehängt. Weiß nicht, ob man es sehen konnte, aber da könnte man sehen, wie unterschiedlich die Forellen doch beißen. Ne? Also die hat sich jetzt wirklich nur eingehängt. Man hat eigentlich gar keinen richtigen Biss gespürt, sondern ich habe es an der Schnur gemerkt, dass die Schnur schlaff geworden ist. Das heißt, die hat den Spoon genommen und ist damit nochmal umhergezogen. So, die nächste ist im Netz. Ist natürlich praktisch, wenn man hier so einen riesen Kescher vor den Füßen hat, kann man die Fische einfach rüberziehen und ja, dann sind sie auch verhaftet. Ne? Petri, Dank. So Leute, unser Terminator macht den ersten Wurf. Was hat er da drauf? Aha. Der hat einen Testköder. Können wir leider noch nicht zeigen. Unser Tester. Der Tester testet. Prototyp. Ja, heute hat, wie gesagt, Jakob Geburtstag. Er hat uns eingeladen. Oh, was? Biss? Zwei Bisse. Zwei Bisse. Ich trinke jetzt erstmal den Tee. Und Eduard kann das nicht sein lassen. Ich möchte schon Erfolge verbuchen hier. Schon wieder Biss? Zwei Beine. Jeder Wurf Biss, was? Ja, ja. Aber läuft ziemlich flach, ne, jetzt? Ja. Oder willst du das so haben? Hopp! Ah, das habe ich gesehen. Ja, ja, habe ich gesehen. Aber der läuft jetzt im Moment so 10 cm, 15 cm, ne? Ja, ja. Ganz flach. Na ja, Eduard, viel Erfolg, ne? Ja, danke. Ich glaube, das war der fünfte oder der sechste Wurf und dann mit unserem Testköder hat Eduard den ersten Fisch. Petri. Petri, danke. Ersten Wurf mit dem Reiger. Das Gewässer soll nicht so tief sein. Und Eduard hat gerade eben auch von der Oberfläche eine überlisten können. Da bin ich mal gespannt. Ah. Was ist? Lachs? Ja, ein Biss. Ja, ist aber, ja. Ist beim Biss geblieben, wollte ich sagen. Die Kescher sind hier natürlich genial. Karpfenkescher, ja. So. Erster Fisch läuft, ich habe den Fisch versorgt. Ich mache jetzt den zweiten Wurf. Jakob hat uns eingeladen und für reichlich Fisch gesorgt. Besten Dank dafür. Ja, Reiger langsam geführt. Das ist ja der Vorteil. Dank seiner Form kann man den Reiger richtig schön langsam führen. Und dabei bleibt das schöne Spiel stabil.
Unterhaus. Und dadurch hat man ein paar Fische. So, die Fische scheinen etwas aktiver zu werden. So langsam. Ja, und ich habe jetzt hier wieder meinen Lieblingsreiger. Irgendwie vertraue ich auch diesen Spoon. Schauen wir mal. Hey Leute, Leute, nein, 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 nein. Oh, das war, ich hatte drei Aussteiger. Oh, das ist ein Lachs, oder? Oh, endlich, endlich. Mein Reiger. Juhu. Erwin, ich hab eine. Tja, meine Lieben, die ersten Fische sind raus. Macht natürlich einen Heidenspaß. Und wie gesagt, der Tag hier steht nicht im Vordergrund, also nicht das Angeln an sich im Vordergrund, sondern wir wollen hier einfach gemeinsam Spaß haben, können gleichzeitig auch ein paar neue Dinge testen. Und ich hoffe, dass wir hier weiterhin, also den Tag über, eine Menge Spaß zusammen haben werden. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, indem ihr zuschaut und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitnehmt. So, der Reiger geht wieder rein. Upp, da war schon der Biss. Wieder nur eingehängt. Oh, hast du gesehen? Die ist ausgestiegen und der Spoon ist mir 10 Meter entgegengeflogen. Wahnsinn. Also die beißen sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise hängen die sich nur ein. Teilweise knallen die da richtig drauf. Na, war schon der nächste. Wollte ich die Bremse ein Stück weit aufmachen. Da haben wir wieder eine, die sich eingehängt hat. Und der Jakob hat auch eine. Dubletten sind das. Ja, und die nächste Porzi ist in unserem Netz gelandet. So, noch kriegen wir reichlich Bisse hier auf den Reiger. Fische werden natürlich vorsichtiger und wir haben jetzt auch schon den einen oder anderen Aussteiger. Das heißt, dass wir auch hier, auch wenn es ein Mietteich ist, müssen wir hier genauso vorgehen wie an jedem anderen Teich. Ist letztendlich auch nichts anderes, ob man jetzt am normalen Teich ist oder am Mietteich. Fische sind dieselben, die besetzt werden. Techniken sind dieselben. Upp. Oh, das ist ein Lachs. Jo. Wahnsinn, das ist die Lachs. Das ist die Lachs, ja. Jetzt haben wir hier tatsächlich noch, wusste gar nicht, haben wir Lachsforellen drin? Ja. Tja, als kleine Überraschung hat der Jakob für ein paar Lachsforellen gesorgt. Ist schon gut, ich mach das schon, Jakob. Ja, ja. Vielen Dank. Oh, ist ein sehr schöner Fisch. Oh. Auch ein Akrobat. Nein, das gibt's doch nicht. Vor den Füßen. Mann, 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 Mann. Oh, hier vor den Füßen. Ich hab den Spoon schon gesehen. Wahnsinn. Ja, das war jetzt was, Leute. Den Spoon schon gesehen und aus dem Nix ist rausgeschossen und hat sich den Spoon geholt, ne? Wahnsinn. Und auch wirklich so 1 Meter unter der Rutenspitze, ne?
Hier, schon wieder am Rand. Am Rand. Am Rand. Schnell hier unseren kleinen Kescher. Oh, die haben aber auch Kraft, ne? Für die Größe. Das ist. Ja. Sind schöne Fische auf jeden Fall. Er hat hier aber auch einen direkten Zulauf zur Ems, ne? Guck mal. Wahnsinn. Ein Portionsfisch mit ordentlich Wumms. Ja, vom Rand weggepflückt. Jetzt mal einen gezielten Wurf an den Rand gemacht und Ergebnis liegt im Netz, ne? Was, das kann ja nicht wahr sein. Nee, Leute, das muss ich sehen. Was hat er da ja für einen Köder, Mann. Er hat schon, weiß ich, 6 Fische oder 7 Fische in Folge. Ja, erstmal versorgen, dann das will ich sehen. Petri, Jakob hat jetzt... Ach so, okay. Jakob hat Gigaslawin 1,6 in dieser Käfigfarbe, nenne ich mal. Okay, Petri. Danke. Ich hatte keine Farbe in Gigaslawin, die Jakob hat. Von daher habe ich eine andere Farbe genommen. Aber Gigaslawin auch 1,6 und gleich ein Biss und Fisch. Schön. So, diese Farbe. Gigaslawin. Glow V 1,6 und dann hatte ich gleich nach dem ersten Wurf einen Fisch am Haken. Also und Jakob fischt mit dem gleichen Spoon, aber halt in anderer Farbe. Ob das jetzt ein Zufall ist oder das Laufverhalten von Gigaslawin eben die Fische jetzt mehr mögen, das ist eine Frage. Die Sonne kommt. Das ist doch schön. Deswegen, hier, Fisch, guck mal. Zack. Ja, wenn ich das jetzt nicht landen kann, dann weiß ich auch gar nichts mehr von. Und schon wieder Gigaslawin. Scheint wirklich ein Schlüssel gewesen zu sein. Jakob hat es halt eben entdeckt. So Leute, ich habe jetzt hier mal den Fuger in 2,2 Gramm draufgehauen, weil ich vermute, dass die Fische doch ein bisschen tiefer stehen. Auf Gummi tatsächlich haben wir einiges probiert, aber irgendwie auf Gummi war bis jetzt noch nichts. Vielleicht ist einfach noch nicht die Zeit fürs Gummi. Und dann gucken wir mal. Also ich, wie gesagt, 2,2 Gramm Fuger. Mal gucken, ob da noch was mitgeht. Oh, da ist der Biss. Ja. Ah, das gibt's doch nicht. 4-mal. Tock, 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 tock. Ganz vorsichtig. Wirklich viele kleine, leichte Stupser. Interessant. Upp, hier beim Absinken direkt eine drauf. Hier schon wieder. Jetzt haben wir aber eine ganz hinten aus der Ecke beim Absinken schon drauf gestupst. Endlich. Ist ja wie eine Erlösung. Ja. Wenn die dran bleibt. Ja, die beißen ganz komisch, muss man echt sagen. Tja, Leute. Da ist sie, in dem großen Kescher. So, Alex und Jakob haben sehr gut
auf den Gigas Lawinen 1,6 gefangen. Ich glaube, den machen wir jetzt einfach mal drauf und dann gucken wir mal. Manchmal ist es wirklich so, dass sie auf eine gewisse Form, Köderform besser reagieren. Und deswegen testen wir das doch einfach mal. Aber ich nehme jetzt hier mal so eine passive Farbe, diese Pelletfarbe. Und dann mal gucken, was unsere Forellen dazu sagen. Oh, hier, gleich auf dem ersten Wurf, das gibt's doch nicht. Gigas Lawin. Und weg. Das ist also... Ja, das habe ich gerade gesagt, das kann manchmal so eine gewisse Form sein, die besser funktioniert. Ich habe auf den Fuga 2.2 habe ich viele Bisse gehabt, aber so tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, ne? Jetzt habe ich da gerade eine Forelle am Rand vorbeiziehen sehen. Da ist sie, guck mal. Wahnsinn, wie die hier durchdrehen. Guckt euch das mal an. Das ist echt verrückt, wie die hier durchdrehen. Oh, und schnell ins Netz. Da haben wir sie. Jetzt habe ich sie, ja. Da ist sie. Lang ersehnt. Also ich gehe jetzt einfach mal eine Nuance heller und dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist, dass man hier nach jeden zwei, drei Fischen am besten die Farbe wechseln sollte. Denn ich habe das Gefühl, dass die da sehr gut drauf reagieren, wenn man die Farben wechselt. Und was versuche ich denn mal? Tin. Ja, ich nehme mal den hier. Ich zeige euch mal. So, ich bleibe jetzt hier beim 1,6er Lawin. Vorderseite ist relativ schockig. Rückseite ist schwarz mit einem blauen Punkt. Haben wir sehr guten Kontrast. Das Wasser ist hier wirklich klar, aber weil der Grund relativ dunkel ist, kann man da nicht so durchgucken. Wasser ist auf jeden Fall sauber. Und dann gucken wir mal, ob jetzt der Wechsel auch was bringt. Ja, da ist sie. Wenn wir Glück haben, bleibt sie auch dran. Kommt sie angeflogen. Uiuiuiuiui. So, jetzt haben wir sie, aber jetzt haben wir sie, Leute. Wahnsinn. Nach so vielen Aussteigern, das ist ja echt verrückt heute. Aber manchmal ist das eben so. Da seht ihr, ist das Buhne schon wieder raus. Jetzt schnell den Fisch und dann machen wir noch ein paar Wurf. Viel ausprobiert, Gummi ging nicht wirklich was, aber jetzt auf den 50er ohne Tungsten in Schwarz und den haben wir richtig lange Zeit gegeben zum Schlucken und da ist unsere Forelle. Der Köder ist richtig weginhaliert. Ah, da kommt er. Ein bisschen raus. Ja, lange Ruhe gewesen. Bitte, lieben. Ihr glaubt's nicht, das war jetzt der nächste Wurf. Wieder auf den Mirax ohne Tungsten. Und es ist sogar eine Lachsforelle, die wir schon mal heute Morgen drauf hatten. Oder die jemand drauf hatte. Hier ist ein Blinker dran. Die hat einen Blinker im Maul, ja. Aber bei uns hat keiner einen Blinker abgerissen, ne? Oh,
Der Terminator hilft mir hier. Das ist eine alte Lachsforelle, ja. Ja, die hat einen Spoon im Maul. Die hat einen Spoon im Maul, guck mal. Oh, der Mirax hängt aber ganz vorne. Nee. Oh. Die ist jetzt nochmal richtig wach geworden. Ich hoffe, die steigt nicht aus, weil der hängt wirklich nur vorne am Rand. Und die macht richtige Kopfschläge. Guck mal, die will den Köder unbedingt abschütteln. Das ist ein richtig guter Fisch. Und wieder auf den Mirax, ne? Der Lachsforelle. Tja, das Gummi muss irgendwann anfangen zu funktionieren. Ja. Da kommt sie. Ich halte sie, ne? Ja. Und der Alex hat sie abgenetzt. Abgenetzt. Diesem Kescher hätte ich auch dich fangen können. Das stimmt, ja. Und schau mal, die hat wirklich, nicht, dass ihr denkt, dass ich euch hier Märchen erzähle. Lass mal runter, den Kescher. Die hat wirklich von irgendjemand anderem einen Spoon hier im Maul und auf dem Gummi hat sie gebissen, ne? Guck mal. Mhm. Ist jetzt zerteilt natürlich. Jetzt verarzten wir den Fisch erstmal. Tja, meine Lieben, für uns endet der Tag hier. Wir hatten, denke ich, eine Riesenmenge Spaß. Ja. Jeder hat seinen Fisch gefangen. Wir hatten tatsächlich heute sehr, sehr viele Aufsteiger auch dabei. Also zumindest bei mir. Ich glaube, Alexander, bei dir war das auch so, dass du sehr viel Fisch verloren hast auch, ne? Aber wir haben zum Mittag hin wieder dasselbe Thema, Gummi ohne Tungsten. Da konnten wir auf jeden Fall noch einige Fische fangen und ja, funktioniert haben eigentlich immer wie immer dieselben Techniken. Also Gummi schwerelos, morgens die schockfarbigen Spoons. Der Eduard, unser Terminator, hat heute sehr, sehr viel getestet an neuen Sachen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr 2 Daumen nach oben da lasst und mich und meinen Kanal abonniert. In diesem Sinne, bleibt gesund und vor allem habt Spaß am Wasser. Ciao.